Alberto Lejarraga, Torwart des FC Marbella, ist der erste spanische Fußballspieler, der sich öffentlich als homosexuell geoutet hat. Er ist einer der ganz wenigen weltweit. Seit seinem Wechsel nach Marbella geht er mit seiner sexuellen Orientierung locker um. Marbella ist der erste Verein, in dem ich von Anfang an nichts verbergen musste. Denn direkt am ersten Tag, als ich mich mit einem Mannschaftskameraden unterhielt, fragte der mich, was machst du so, bist du in einer Beziehung? Und ich sagte, ja, ich habe einen Freund. Was für eine Befreiung. Denn das wollte ich, dass es von Anfang an als normal aufgenommen wird. Doch warum ist es offenbar nicht überall normal? Warum ist Homosexualität im Profifußball immer noch so ein großes Tabu? Laut einer Umfrage zur sexuellen Orientierung in Deutschland aus dem Jahr 2020 bezeichnen sich 4% der Männer als homosexuell, 3% als bisexuell. In einer Profifußballliga mit 800 aktiven Spielern müsste es statistisch gesehen also mindestens 30 Spieler geben, die ihre Sexualität geheim halten. Ich bin seit fast 6 Jahren mit meinem Freund zusammen. Noch vor ein paar Jahren hätte auch ich mich niemals getraut, das öffentlich zu machen. Wenn ich nur daran denke, kriege ich eine Gänsehaut. Es war gar nicht daran zu denken, dass ich sage, ich will mich frei fühlen, ich sag's jetzt allen. Homophobie hat im Fußball eine lange Tradition bei Fans, Spielern und Trainern. Paul Steiner, Verteidiger beim 1. FC Köln, sagte in den 80er Jahren, ich kann mir nicht vorstellen, dass Schwule Fußball spielen können. Der ehemalige österreichische Nationaltrainer Otto Baric sagte 2004, meine Spieler müssen echte Männer sein, Homosexuelle können nicht für mich spielen, höchstens gegen mich. Und auch im Frauenfußball gibt es Homophobie. 2011 verbannte die Trainerin Ngozi Uche alle lesbischen Spielerinnen aus der nigerianischen Nationalmannschaft. Begründung? Die Lesben in unserer Mannschaft waren ein wirklich großes Problem. Aber seit ich Trainerin der Falcons bin, ist das vorbei. Es gibt keine lesbische Spielerin mehr in meinem Team. Ich kann diesen schmutzigen Lebensstil nicht tolerieren. Kein Wunder also, dass sich bislang nur wenige Spielerinnen und Spieler getraut haben, sich öffentlich zu outen. Thomas Hitzlsperger war der erste prominente deutsche Spieler, 2014 nach dem Ende seiner Karriere. Der Fußballer Markus Urban hatte sich schon 7 Jahre zuvor geoutet. Schwierig, weil die Leute denken, dass sie ihren Job verlieren, dass sie ihren Ruf verlieren, im Stich gelassen werden von den Vereinen, von den Fans, von den Mitspielern. Die Kabine ist ein Problem. In der Vorstellung, also es ist nur die Vorstellung, die Realität sieht dann ganz anders aus, dass sie riesigen Support erfahren werden. Und ich bin mir auch sicher, dass auch in der Kabine sich was ändern wird. Unsere Coming-outs, also meines 2007 und das von Thomas Hitzlsperger 2014, haben nicht dazu geführt, dass eine Welle von Coming-outs stattfand. Das hatten wir eigentlich gehofft. Alberto Lejarraga sagt, ihn habe besonders der Australier Josh Cavallo inspiriert, der sich 2021 als erster aktiver Fußballer öffentlich geoutet hatte. Als Joshua Cavallo gesagt hat, ich bin schwul, da wusste eh schon jeder in meinem Umfeld, dass ich einen Freund hatte. Trotzdem, mir wurde da klar, jetzt muss ich auch was machen. Also habe ich einen anonymen Brief in einem großen Portal hier in Spanien veröffentlicht und damit klargemacht, das ist kein Einzelfall. Im April 2023 stieg Marbella in die 4. spanische Liga auf. Alberto twittert Bilder von sich, wie er mit seinen Lieben feiert. Darunter auch ein Foto, auf dem er seinen Freund küsst. Der Post ging viral. Den Tweet habe ich geradezu zelebriert. Wir waren gerade aufgestiegen, es war ein sehr schöner Moment für uns und für mich persönlich war die Saison zu Ende. Alles, was ich wollte, war feiern. Ein Feierpost mit Familie und natürlich auch mit meinem Freund. Auch wenn Alberto selbst viel Unterstützung erhalten hat. Er findet, dass die Verbände die Homophobie im Fußball ernsthaft bekämpfen müssen.
Diese ganzen Institutionen ignorieren das Problem doch einfach. Ich meine damit die Verbände, die Liga selbst, die Gewerkschaften. Der Fußball hat einen großen Einfluss und muss diese Verantwortung annehmen. Ich finde, wir brauchen eine Kampagne zu diesem Thema. Mir wäre auch am liebsten, das wäre überflüssig, aber wenn man sieht, dass bestimmte Haltungen weiter bestehen, dass bestimmte Wörter weiter benutzt werden, dann ist klar, es muss sein. Teniendo ciertos lenguajes que se siguen utilizando, te das cuenta de que es necesario.